Tief in unserem Inneren führen wir Selbstgespräche mit uns selbst. Und die Selbstgespräche, die wir mit uns führen, spiegeln sich nach außen. Das heißt, Menschen im Außen können fühlen, was wir über uns selbst denken und wie wir mit uns sprechen. Ihr kennt sicherlich Menschen, die, wenn du die schon siehst, denkst du dir, okay, total unselbstbewusst und glaubt nicht an sich. Man sieht, dass diese Person nicht wirklich selbstbewusst ist. Diese Person weiß nicht, dass du es weißt. Du siehst es schon an ihrem Verhalten, an ihrem Gesichtsausdruck. Und wie formt sich das Verhalten und wie formt sich unser Gesichtsausdruck? Wie formt sich unsere Haltung, wie wir laufen, wie wir uns geben, wie wir mit anderen sprechen? Das formt sich durch unsere unterbewussten Selbstgespräche und Überzeugungen. Das, was wir über uns selbst glauben und denken. Ein Kind, das von seinen Eltern ständig runtergemacht wird, dass es zu dumm ist, dass es schlecht ist, dass es nichts drauf hat, läuft ganz anders im Alltag, wenn es alleine ist mit seinen Freunden, als ein Kind, das von seinen Eltern gestärkt wird. Und das heißt nicht, dass das Kind, das selbstbewusst läuft oder der Erwachsene, der selbstbewusst läuft, ein toller Mensch ist. Er wurde einfach nur immer wieder gestärkt. Wie kann ich jetzt an mir selber arbeiten, wenn ich durch die Weltgeschichte laufe und das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug? Hoffentlich merken die anderen nicht, dass ich es nicht drauf habe. Ich bin fehlerhaft. Die Zweifel, die du an dir selber hast. Und wisst ihr, was ich so spannend finde? Ich habe das bei mir gespürt, dass diese Zweifel so subtil leise sind, dass mir das gar nicht bewusst ist. Das ist, wann wird dir das bewusst? Wenn du dich selbst beobachtest. Wenn du dir selbst, deiner eigenen Selbst gewahr bist. Deswegen ist es auch Selbstbewusstsein. Dein Selbstbewusstsein steigt, also gesundes Selbstbewusstsein. Es gibt ja auch arrogantes Selbstbewusstsein. Es gibt ein Selbstbewusstsein, das aufgeblasen ist ohne Ende. Das ist kein echtes Bewusstsein über dich selbst. Aber wenn du dir deiner selber bewusst bist, strahlst du das aus und im Außen sehen das die Menschen, dass du ein selbstbewusster Mensch bist, weil du dir deiner selbst bewusst bist. Beobachte dich selber gerne, eine kleine Übung. Gerade in Momenten, wo du alleine bist, wo du Dinge vielleicht nicht schaffst, wo du an dir zweifelst, was da für Gespräche in dir drinne stattfinden, in deinem Kopf, ganz leise. Einfach aufmerksam bleiben, ohne dich wieder fertig zu machen, ohne dich zu verurteilen. Es geht nicht darum, dich fertig zu machen, es geht darum, wahrzunehmen, was ist. Wenn wir sehen, was ist, das ist ja wie, wenn irgendwie Dreck ist unterm Teppich. Wenn ich sehe, dass da Dreck ist, dann kann ich den erst wegmachen. Wenn ich es nicht sehe, dann bleibt es die ganze Zeit da unten liegen und wirkt. Das heißt, meine unterbewussten Selbstgespräche, die an mir zweifeln, dass ich nicht gut genug bin, also meine inneren Anteile tief in mir, dass ich glaube, so wie ich bin, bin ich nicht gut. Negative Selbstgespräche stammen in der Regel aus unserer Kindheit. Das, was unsere Eltern uns wiederholt gesagt haben, übernehmen wir unbewusst. Wir merken das nicht und übernehmen das in unseren Alltag. Und das passiert oft ganz früh, also sowieso immer in den ersten 7 Jahren. Dinge, die wir im Erwachsenenalter oft schon vergessen haben. Die ersten 3 Jahre sind sehr, sehr, sehr prägend. Und das, was unsere Eltern uns mitgeben, ihr kennt meine Videos, die meisten von euch kennen meine Videos, es geht hier nicht darum zu sagen, die Eltern sind böse. Die Eltern geben uns nur das weiter, was sie von ihren eigenen Eltern mitgegeben bekommen haben. Das, was sie von sich selbst glauben, ihre eigene Erwartung von sich selbst, das geben sie weiter an ihre eigenen Kinder, weil sie es nicht besser wissen. Wir mit unserem neuen Wissen, mit unserer neuen emotionalen Intelligenz können diesen Kreislauf brechen, dass wir das nicht weitermachen mit anderen Menschen oder mit unseren Kindern. Was sind deine inneren Selbstgespräche? Ich bin nicht wie die anderen. Ich ziehe eh nichts durch. Ich bin überzeugt, fehlerhaft zu sein und versuche einfach vor anderen zu zeigen, dass ich alles richtig mache. Bei mir läuft alles gut. Die sollen denken, es ist alles okay bei mir. Während du tief in dir glaubst, so gut bin ich ja gar nicht. Es geht wirklich darum, hinzuschauen, wie war die regelmäßige Energie zwischen dir und deinen Eltern, die dich erzogen haben. Wurdest du immer wieder zurechtgewiesen, besser zu werden, nicht gut genug zu sein? Was wurde dir da gespiegelt? Und diese Energie speichern wir ab. Und wenn ich das Gefühl habe, gegenüber meinem Vater oder gegenüber meiner Mutter nicht gut genug zu sein, werde ich diese Energie mitnehmen gegenüber anderen Menschen. Das heißt, ich werde immer wieder, ob es in der Schule ist oder auf der Arbeit ist oder mit meinem Partner oder mit meinen Freunden, werde ich immer das Gefühl, oder im Job, ne, in meinem Business, auch wenn ich online selber alleine mit mir selber arbeite, werde ich immer das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein und die Angst, dass die anderen das nicht merken. Und diese Energie kommt an. Und diese Energie hat Einfluss auf deine Umsätze. Sie hat Einfluss auf deine Freundschaften, auf deine Beziehungen, auf deine Lebensqualität. Was ist jetzt die Lösung?
Die Lösung ist, dich dir selber zuzuwenden und wahrzunehmen, was ist, ich wiederhole mich, reinzuhören, was sind dann da für innere Stimmen. Und diese Anteile, das bist ja nicht du. Also guck, dass du da eine Barriere erstmal schaffst, weil das bist nicht du, sondern okay, das ist ein Anteil von mir, der denkt, ich wäre nicht gut genug. Und glaub mir, aus meiner eigenen Arbeit mit mir selber spüre ich immer wieder, wo dann etwas kommt, sagt, doch, ich bin wirklich da nicht diszipliniert in dieser Sache. Das ist ein Anteil, der denkt, dass ich nicht diszipliniert bin. Ich weiß aber, dass ich von Tag zu Tag immer besser und besser werde in dem, was ich machen möchte und meine Ziele erreichen kann. Der andere Teil sagt, nee, du bist nicht gut genug, die anderen machen es viel, viel besser. Guck mal, und dann fangen die Vergleiche an, dass es bei anderen besser ist. Das heißt, ich wende mich dem Anteil zu, der mich kritisiert und niedermacht und gebe ihm das, was er gebraucht hätte, als ich damals klein war. Wenn mein Vater mich kritisiert hat oder meine Mutter. Und es geht nicht nur ums Kritisieren. Wenn ich spüre, ich bin für meine Eltern nicht gut genug. Was hätte ich damals als Kind gebraucht? Ich hätte jemanden gebraucht, der mir sagt, du, deine Eltern sind sich selbst nicht gut genug. Die können dich gerade nicht sehen in deiner Größe. Sie können dich in dem, was du gerade bist, nicht sehen. Aber du bist bereits vollkommen. So wie du bist, bist du perfekt. Und mir vorstellen, wie meine Eltern vielleicht zu mir kommen, sagen wir mal, mein Vater zu mir kommt, mich umarmt, sich entschuldigt und sagt, boah, ich habe dich so schlecht behandelt, ich habe dich immer wieder erniedrigt oder angeschrien oder was auch immer. Es tut mir leid. Nicht, weil du nicht würdig bist, sondern weil ich fehlerhaft bin, weil ich es so gelernt habe. So wie du bist, bist du vollkommen. Und so heilen wir diese Anteile, die immer noch verletzt sind und Angst haben, erwischt zu werden, dass sie nicht gut genug sind. Weil das ist ja die Energie, die ich aus meiner Kindheit kenne. Das ist ein Prozess und der braucht seine Zeit. Du hast deine Fehler, genau wie jeder andere auch. Niemand ist perfekt. Aber das Gefühl und die Angst, dass andere herausfinden könnten, wie fehlerhaft man ist, wie man vielleicht lügt oder Schattenseiten hat, wie ungeduldig man in Wirklichkeit ist, unordentlich oder hinterhältig, das ist etwas, das manchmal so tief in einem drin ist und so sehr blockiert von Dingen im Alltag. Die Lebensqualität wird so sehr eingeschränkt und wir strahlen diese Minderwertigkeit aus, obwohl wir nicht minderwertig sind. Wir denken, dass wir es sind. Wir sind es aber nicht. Keiner von uns ist das. Egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Also geh zurück in deine Kindheit, in deine Vergangenheit, zu deinem kleinen Kindheits-Ich. Wenn es kritisiert wurde, geh zu ihm, seh es an. Ist dein kleines Ich wirklich wertlos? Ist es wirklich fehlerhaft oder undiszipliniert? Ist es wirklich dumm oder weniger wert als die anderen Kinder? Oder liegt es an der Erziehung, dass du glaubst, du wärst weniger wert? Kann es sein, dass die anderen Kinder, die anderen Menschen, mit denen du dich verglichen hast, vielleicht anders erzogen wurden, sodass sie ihren Wert kennen und dementsprechend sich verhalten? Was kannst du deinem kleinen Ich von damals sagen? Wende dich deinem Kindheits-Ich immer wieder zu. Und jetzt bist du erwachsen. Du weißt jetzt mehr. Und du weißt, dass das, was du über dich denkst, also alles, was negativ ist, nicht stimmt. Die Seele lässt sich immer gut fühlen, wenn du einen richtigen Gedanken hast. Und deine Seele lässt sich immer schlecht fühlen, wenn du einen falschen Gedanken hast. Nun kommt das Ego und sagt, ja, ich fühle mich jetzt schlecht und es geschieht mir auch gerecht. Menschen, die psychisch gesund sind, die emotional intelligent sind, werden nicht deinen Wert in Frage stellen, werden dich nicht kritisieren und erniedrigen. Sie begleiten dich liebevoll. Mit diesem Video wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und bis dann.